Also Sensei Kaya Metin hat ursprünglich bei mir einmal gelernt Karate. Er hat in seiner Kinderzeit 5, 6 Jahre, denke ich mal, Karate-Training bei mir gemacht, bis er etwa 11, 12 gewesen ist. Er war damals sehr ein außerordentlich talentierter Schüler gewesen. Er hat sich dann in der Wettkampfszene im Bereich Kata und im Bereich Kumite relativ wohl gefühlt und hat dort auch sehr gute Erfolge erzielt, auf nationaler und internationaler Ebene. Im Weiteren haben wir aber auch auf der Kampfkunstebene trainiert. Das heißt, wir haben Kobudo trainiert, die traditionelle Waffenformen. Wir haben Jujutsu trainiert, wo auf einen Gründer, auf einen Soke Irie Yasuhiro zurückgeht. Er ist eigentlich sehr ein fleissiger und talentierter Schüler gewesen. Manchmal auch ein bisschen aufmüpfig, seine Art damals, aber eigentlich grundsätzlich lebenswert. Und ja, er hat sich dann weiter in der modernen Kampfkunst-Sportarten weiterentwickelt. Kai hat sehr gute, sehr starke Kämpfer, die sich international ganz, ganz vorne behaupten mögen. Es sind teilweise sehr, sehr harte Kämpfe, die in der Türkei stattfinden. Und der Sensei Metin Kaya hat sich dort unten ganz klar behaupten können. Also ich schätze der Sensei Metin Kaya als Lehrer sehr hoch ein. Er hat didaktische absolut Top-Fähigkeiten. Er geht auf die Schüler ein. Wenn ich vergleiche, wenn man früher als Kampfsportlehrer gesehen da haben einfach alle müssen parieren. Alle sind dort gestanden. Das Ganze hat einen militärischen Touch gehabt, aber man ist einfach viel, viel zu wenig auf die einzelnen Schüler eingegangen. Das haben die Japaner früher von den Preußen übernommen, habe ich mir sagen lassen. So ist dann ganz, ganz früher, vor 30 Jahren, haben die Kampfkunsttraining so abgehalten worden. Und heute ist eigentlich ganz klar gefragt, dass man individuell auf den Schüler eingeht, dass man ihn unterstützt, seine Schwächen ausbeinelt. Und das macht der Metin wirklich exzellent. Und er ist insofern wirklich ein Top-Trainer, wo ich einfach den Hut abnehme. Ein wichtiger Aspekt vom Sensei Metin Kaya ist auch, dass er eigentlich Kampfkunst in der ganzen Vielfalt unterrichtet. Auf der traditionellen Ebene, das heißt Okinawa, Nihon und Gendai Budo, also die ganze Palette deckt er ab, vom Jujutsu über die Waffen, über die vier verschiedenen Karate-Stile. Und das ist eigentlich, das zeichnet seine Einmaligkeit aus. Wir haben viel Spezialisten, die auf einem Gebiet sich Meister nennen, aber sie wissen nicht, was daneben abläuft. Und gerade bei der Kampfkunst, ursprünglich haben sich Kampfkünste von der Samurai entwickelt, die sind sehr vielseitig und die haben alles Einflüsse lassen. Die haben nicht nur Schlagen und Treten, sie haben Jujutsu gemacht, sie haben Schwerttechniken trainiert. Und der Metin Kaya, der hat eigentlich sich auch in Japan schon mittlerweile einen Ruf geschaffen, ist dort gewesen, ist in der bekanntesten Dojo und hat sein Können dort vorgestellt und hat mittlerweile die Legitimation von der höchsten Meister in Japan zum so unterrichten, wie er das jetzt tut.